Sonja und wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, haben wir neulich mit Man of Medan angefangen. Wir haben aber, also nicht, dass ihr euch wundert, wenn es jetzt weitergeht und es ein bisschen anders ist, wir haben erstmal die Demo gespielt, weil ich ehrlich gesagt erstmal gucken wollte, ob ich damit klarkomme, dass es ein Horrorspiel ist, weil ich noch nie ein Horrorspiel gespielt habe. Aber mir hat es voll gut gefallen, bei euch kam es auch gut an, deswegen habe ich mir gedacht, komm. Ich glaube, es fängt ein bisschen früher an, als der Demo-Teil anfängt. Also nicht wundern, wenn das jetzt ein bisschen anders ist und es andere Charaktere sind. Es ist trotzdem das gleiche Spiel. Es ist nur an einem früheren Punkt. Denn ich habe gedacht, wenn schon, dann richtig, komm. Wenn schon, denn schon. Also, los geht's. Kurzer Disclaimer, es könnte gruselig werden, ich weiß es nicht. Also, falls irgendjemand von euch ein Angsthase ist, ich schreibe Jumpscares und sowas für euch in die Beschreibung, schätze ich mal, damit die von euch, die das brauchen, das da nachlesen können. Ansonsten lasse ich mich spoilern. Okay, die tragen eine Särge rein oder sowas. Ich mag den Soundtrack. Musik ist sehr ambiente-mäßig. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Ui, der, Hey! Der ist nicht mehr so stabil immer auf dem Bein. Schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Oh, ich kann Chinesisch. Gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Werde ich reich. Also, ich meine, der Typ sieht aus wie jemand, der wissen mich mal richtig will, gut. Du weißt schon, werde. Ein schönes Leben und so. Okay, wir nehmen den Bambusstein. Sieht friedlich aus. Kann du musst den Stein ansehen, sag mir, was du siehst. Nie kann doch noch schlimmer. Okay. Das Fisch. Sieht aus wie ein Fisch. Nie das Haifu. Dein Schicksal kann aus jeder Richtung kommen. Wie ein mysteriöser Wind. Doch wenn ein Wind wie dieser weht, Tod und Verderben werden folgen. Ach, schön. Das kommt immer gut. Verderben? Warte, Verderben ist, was dich stört, was nicht der heißen? Tod? Hey, was soll das heißen? Ist klar, sorry, was zum Kumpel. Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Ich sehe Kommt doch auf deinen Deckel. Ich probiere es mal. Okay. Okay. Wir müssen. Ich frage mich, was passiert, wenn man es einfach verhaut. Ob die dann sagt, ah ja, das war wohl nichts. Oder wie lange das geht, wenn man es richtig macht. Wisst ihr, was ich meine? Das wird schneller. Oh nein! Okay.
谢谢你来玩. Thanks for having me. Have a nice day. Okay, okay. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Das wäre ungut. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Okay. Wir gehen aufs Schiff, schätze ich mal. Ab in die 2! Frachtraum Nummer 2! Irgendwie wirkt der Part sehr viel beunruhigender als der Part, den ich gespielt habe. Ich bin nicht beunruhigt, nee. Also, falls sich das jetzt jemand gefragt hat, nee, will ich nicht. Ich glaube, ich sollte den Ton leiser machen, oder? Ich habe das Gefühl, wenn jetzt irgendwas Jumpscariges kommt, dann schmeiße ich meinen Tee um. Hey, Mann! Hey, wo sind... Das wäre unschön. Wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubs mich nicht rum! Okay! Sorry! Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken! Da hat er vielleicht einen Punkt. Er kommt auf die Krankenstation! Schmeißt den anderen ins Loch! Und lasst ihn da! Alles klar, okay, sorry! Ich hoffe, ich muss nicht den im Loch spielen. Krankenstation klingt um einiges friedlicher als ein Loch. Schleim und grüner Dampf. Okay. Okay, man weiß aber immer noch nicht, was das für Särge sind. Ich glaube, vielleicht von irgendwelchen Offizieren oder so, man weiß es nicht. Oh, das ist ja von der Krankenstation. Oh, wir kriegen Schmerzmittel. Oh, okay. Alles easy, wir sind auf der Krankenstation. So, liebe Freunde. Jetzt geht's los. Erstmal. So, ich habe jetzt mal ein ganz bisschen leiser gemacht, einfach damit... Ne? Damit uns nicht die Ohren wegfliegen, wenn irgendwas passiert. Oh nein! Was zum Teufel? Okay. Da ist ein toter Typ drin. Kann passieren. Okay, nehmen wir mal den Schlüssel. Alles klar, okay, wir haben den Schlüssel. Wir suchen eine Tür für den Schlüssel. Hier rechts. Ich finde es angenehm, dass man immer dieses kleine Blinken sieht, damit man weiß, wo man hin muss. Okay. Keine weiteren toten Menschen fallen uns entgegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich schätze mal, können wir hier rechts lang? Geht's da weiter? Ich glaube, da geht's nicht weiter. Ich glaube, wir müssen da hinten den Gang hinter. Ah, nein, stopp. Da haben wir hier. Ich meinte, da. Okay, und dann gehen wir hier rum. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Das ist so ein fieses Gefühl. Jetzt hinter der Ecke ist was. Safe. Safe. Wenn ich mich jetzt nach hier links drehe, dann starrt mich irgendwas an.
Okay, nein. Nein, es ist ein weiterer Gang. Okay. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich endlich hier raus. Ah, okay, wir sind gute Kumpel. Wir holen ihn raus. Ich habe ein Flugzeug gehört. Und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Charlie, my man. Gute Idee. Lass uns raus hier gehen. Lass uns einfach gehen. Kommen wir von hier? Nee. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt hier langlaufen? Ah! Ich hasse das. Der blöde Typ mit seiner Waffe soll mal weggehen. Geh weg! Geh weg! Uff! Ganz super. Guter Start. Aber der Typ hat uns nicht gesehen. Das heißt, läuft gut. Es läuft gut. Ich folge Charlie. Charlie, shh! Da war gerade ein Typ mit einer Knarre. Jetzt ganz ruhig, bitte. Ich gehe hier vorne weiter lang. Ich bin... Was war das? Das war ein Kind. Das war ein Kind. Kinder sind... Nee, in Horrorspielen sind Kinder auch nicht friedlich. Nehmen wir mal, ich zieh's zurück. Ich bin aber beruhigt, dass ich Charlie dabei habe. Okay, Charlie, my man, hier ist nichts. Dieses Perspektivending von du bist im Gang und du kommst um die Ecke. Huff. Okay. Hey, Charlie, hilf mal. Sagst es. Totale Scheiße. Okay. Ist noch eine Leiche. Alles gut. Alles easy. Ist nur eine Leiche. Leichen können uns technisch gesehen nicht töten. Okay? Solange wir Leichen finden, ist es ein gutes Zeichen, dass wir erstmal nicht sterben. Das ist jetzt keins von diesen, die erstehen wieder auf Zombie-Spielen. Also keine Sorge. Wenn die tot sind, sind die tot. Verdammt. Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Keine Ahnung, wen's erwischt hat. Ich kenne die Leute nicht. Ich find's dezent beunruhigend gerade. Aber Charlie ist ja da. Charlie wird uns beschützen. Okay. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Ich habe auch so ein blödes Gefühl. Soll ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Okay. Hör auf zu rennen! Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Gott im Himmel! Okay. Hör auf zu rennen! Okay. Gehen wir zu dem Jungen. Ich meine, der Junge hat bestimmt mehr Angst als wir. Irgendwie funktioniert das mit dem schneller Gehen auch nicht. Charlie, komm mal her!
Okay. Das sind Haufen Leichen, die offensichtlich umgebracht wurden. Ich find's gut, dass wir die Waffen nehmen. Ich find's gut, dass wir derjenige sind mit der richtigen Waffe und Charlie der mit dem Messer. Was ich gar nicht gut finde, ist den grünen Dampf hier unten, aber ich würde sagen, noch alles. Ich meine, wir sind unentdeckt. Oh Gott! Ja, das ist ein Junge. Haben wir verstanden? Okay, da ist nichts. Der Junge ist bestimmt nicht gut. Sag dem Jungen doch nicht, er soll herkommen. Der Junge hat den doch locker gerade abgemurkst. Guck mal, wie der lacht. Kein Mensch lacht. Charlie! Wir müssen das Kind erwischen. Es hilft alles nichts. Ich weiß, es ist ein Kind, aber... Warte mal! Ja. Tschüss. Wetten, der ist nicht tot. Wetten, der ist nicht tot. Wetten, der ist nicht tot. Ich dachte... Was ist denn? Ja, klar. Klar hast du jetzt einen Herzinfarkt. Hätte ich auch an deiner Stelle. Das doofe, blöde Mistkind, Mann! Aber ich wusste, dass der nicht tot ist, deswegen habe ich mich nicht erschreckt. Ich hoffe, ihr habt euch auch nicht erschreckt. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! So viel zu übrigens, ja, wenn die tot sind, bleiben die tot, ne, ist klar. Och nee. Och nee. Das wird dich auch nicht retten. Okay, einzig... Oh, Gib, dass das Boot da gerade kam. Das ist die einzig logische Lösung gewesen, da jetzt rauszuspringen. Obwohl, in dem Wasser überlebst du halt auch nicht. Ja, das, du bist tot, so oder so. So ein Pulsmesser-Ding hätte, ne? Dann wäre das durchgehende 180 Grad gewesen, die ganze Zeit. Okay, das wirkt jetzt alles friedlicher. Wir haben das Intro geschafft, Leute. Gibt es Nachrichten? Wir haben es mit einem sogenannten Geisterschiff zu tun, ist meine intelligente Zusammenkombinierungsgabe. Und ich würde sagen, diese blöden, halbdurchsichtigen Geister immer, gell? Feierabend. Er wirkt nicht unzufrieden. Es stört ihn gar nicht, dass da überall Geister sind.
Okay, keine Ahnung, wer der Dude ist. Hallo. Hi. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Nee, er ist auch einer von ihnen, ich wusste es. Ich wollte es nicht sagen, aber er hat keine Angst vor den Gästen, weil er auch einer ist. Ist klar, ne? Er hat auch die creepy Augen. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Okay. Geschichten wie diese. Ich hoffe sehr, dass unsere Geschichte Leben ist und nicht Tod. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Alles klar. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder verstanden. Ob es endet. Das weiß ich. Das wusste ich schon. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben. Oh, das ist der kleine Kompass. Das soll der moralische Kompass sein. Das ist mega nice. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Vielleicht ist er doch kein Geist. Vielleicht Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Okay. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Oh, okay. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder okay. Das hinterlassene Chaos. Ich hoffe sehr auf die Aktion und weniger auf das Chaos. Aber so wie ich mich kenne, wird es das Chaos. Okay. Den Teil der Geschichte haben wir schon mal gespielt und getestet. Das war, was ich in Teil 1 gemacht habe, wo ich den ganzen Intro-Kram noch geskippt hatte. Das heißt, wenn ihr das jetzt noch sehen möchtet, beziehungsweise noch nicht gesehen habt, dann guckt euch unbedingt das Video hier auf der Seite, über mir, ich weiß es nicht, hier an. Und dann bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Ansonsten war es das für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder, falls ihr neu hier seid, über ein Abo. Macht's gut, bis morgen. Ciao!